Meine lieben Brüder und Schwestern, es ist wunderbar, heute Morgen mit Ihnen hier zusammen zu sein. Die Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage wächst immer weiter und wird in aller Welt immer bekannter. Es wird zwar immer Leute geben, die die Kirche und ihre Mitglieder ins falsche Licht rücken, aber die meisten betrachten uns als ehrliche, hilfsbereite und fleißige Menschen. Manche denken sofort an gut gekleidete Missionare, liebevolle Familien und freundliche Nachbarn, die weder rauchen noch trinken. Andere kennen uns als Menschen, die jeden Sonntag 3 Stunden in der Kirche sitzen. Und das, wo alle Brüder oder Schwestern sind und dass unsere Kinder dort Lieder singen über einen sprechenden Bach, über Popcorn, das am Apfelbaum wächst, und über Kinder, die Sonnenstrahlen werden wollen. Ich liebe dieses Lied, nur mal ganz nebenbei erwähnt. Aber Brüder und Schwestern, wollen wir nicht lieber für wichtigere Eigenschaften bekannt sein, die uns als Mitglieder der Kirche des Herrn, ja, als Jünger Jesu Christi auszeichnen sollten? Seit der letzten Generalkonferenz vor 6 Monaten habe ich viel über diese und ähnliche Fragen nachgedacht. Heute möchte ich Ihnen einige Gedanken und Eindrücke mitteilen, die mir dazu in den Sinn gekommen sind. Die erste Frage lautet: Wie werden wir wahre Jünger Jesu Christi? Der Erlöser selbst gab die Antwort, und zwar mit dieser tiefgründigen Erklärung: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Das ist der Kern dessen, was es bedeutet, ein wahrer Jünger zu sein. Wer Christus Jesus angenommen hat, lebt in ihm. Doch das stellt manch einen vor Probleme, denn es gibt so vieles, was man soll und nicht soll, dass es schon eine Herausforderung sein kann, nichts zu vergessen. Manchmal werden göttliche Grundsätze durch gut gemeinte, meist jedoch nicht inspirierte Ergänzungen verkompliziert, sodass die Reinheit göttlicher Wahrheit durch menschliche Zusätze verwässert wird. Jemand hat eine gute Idee, die ihm persönlich geholfen hat, doch dann setzt sie sich fest und wird zur Erwartung. Nach und nach gehen dann ewige Grundsätze im Labyrinth der guten Ideen verloren. Genau das kritisierte der Erretter an den geistlichen Fachkundigen seiner Zeit, die er dafür tadelte, Hunderte weniger wichtige Einzelheiten des Gesetzes zu befolgen und das Wichtigste im Gesetz außer Acht zu lassen. Wie gelingt es uns dann, uns stets am Wichtigsten auszurichten? Gibt es einen verlässlichen Kompass, der uns hilft, in unserem Leben, im Denken und im Handeln die richtigen Prioritäten zu setzen? Wieder zeigt uns der Erlöser den Weg. Als man ihn nach dem wichtigsten Gebot fragte, zögerte er nicht mit der Antwort: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken, sagte er. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Verbunden mit dem zweiten wichtigen Gebot, nämlich unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst, ist dies für uns ein Kompass, der nicht nur uns, sondern auch die Kirche des Herrn auf beiden Seiten des Schleiers leitet. Da die Liebe das wichtigste Gebot ist, sollte sie im Mittelpunkt von allem stehen, was wir in der eigenen Familie, in unseren Berufungen, in der Kirche und in unserem Arbeitsalltag unternehmen. Liebe ist der heilende Balsam, der die Risse in persönlichen und familiären Beziehungen kittet.
Sie ist das Band, das Familien, Länder und Völker eint. Liebe ist die Macht, die zu Freundschaft, Toleranz, Rücksichtnahme und Respekt führt. Sie ist die Quelle, die Trennung und Hass überwindet. Liebe ist das Feuer, das unser Leben mit unvergleichlicher Freude und göttlicher Hoffnung erwärmt. Liebe soll all unser Reden und Handeln bestimmen. Wenn wir verstanden haben, was es bedeutet, andere so zu lieben, wie Jesus Christus uns liebt, lösen sich Unklarheiten auf und die Prioritäten sind klar. Wir erfahren mehr Freude auf unserem Weg als Jünger Christi. Unser Leben gewinnt an Bedeutung. Unsere Beziehung zu unserem Vater im Himmel wird inniger. Gehorsam ist dann eine Freude, keine Last. Warum sollen wir Gott lieben? Gott, der ewige Vater, hat uns das wichtigste und erste Gebot nicht gegeben, weil er unsere Liebe braucht. Seine Macht und seine Herrlichkeit wird nicht gemindert, wenn wir seinen Namen verachten, leugnen oder gar beschmutzen. Sein Einfluss und seine Herrschaft reichen durch Zeit und Raum, völlig unabhängig von unserer Anerkennung, Zustimmung oder Verehrung. Nein, Gott braucht unsere Liebe nicht. Aber wie sehr haben wir es nötig, Gott zu lieben? Denn was wir lieben, bestimmt unser Streben. Unser Streben bestimmt unser Denken und Handeln. Unser Denken und Handeln bestimmt, wer wir sind und wer wir einst werden. Wir wurden als Abbild unserer himmlischen Eltern erschaffen. Wir sind Gottes Geistkinder. Daher gehört die Fähigkeit, aufrichtig zu lieben, zu unserem geistigen Erbe. Was und wie wir lieben, charakterisiert nicht nur jeden Einzelnen, sondern auch uns als Kirche. Liebe ist das entscheidende Merkmal eines Jüngers Christi. Seit Anbeginn der Zeit entspringen der Liebe sowohl das höchste Glück als auch die schwersten Lasten. Es zeigt sich, dass alles Elend seit den Tagen Adams bis heute daher rührt, dass man das Falsche liebt. Und alle Freude rührt daher, dass man das Gute liebt. Und das Größte von allem Guten ist Gott. Unser Vater im Himmel hat uns, seinen Kindern, viel mehr gegeben, als der menschliche Verstand erfassen kann. Unter seiner Leitung hat der große Jehova die wunderbare Welt geschaffen, in der wir leben. Gott Vater wacht über uns, erfüllt unser Herz mit atemberaubender Freude, erhält die finstersten Stunden mit seligem Frieden, lässt uns kostbare Wahrheiten erkennen, führt uns durch Zeiten der Bedrängnis, freut sich, wenn wir uns freuen, und erhört unser rechtschaffenes Flehen. Er verheißt seinen Kindern ein herrliches, unendliches Leben und hat den Weg dafür bereitet, dass wir an Erkenntnis und Herrlichkeit zunehmen, bis wir eine Fülle der Freude empfangen. Er hat uns alles verheißen, was er hat. Falls das noch nicht Grund genug ist, unseren himmlischen Vater zu lieben, können wir uns vielleicht an die Worte des Apostels Paulus halten. Er sagte, wir wollen Gott lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Warum liebt uns der himmlische Vater? Stellen Sie sich die reinste, erfüllendste Liebe vor, die es nur geben kann. Nun multiplizieren Sie diese Liebe mit dem Faktor unendlich, dann wissen Sie, wie sehr Gott Sie liebt. Gott sieht nicht auf das Äußere. Ich glaube, es kümmert ihn kein bisschen,
ob wir in einem Schloss oder einer Hütte wohnen, ob wir gut aussehend oder weniger attraktiv, berühmt oder einsam sind. Obwohl wir unvollständig sind, liebt Gott uns mit vollständiger Liebe. Obwohl wir unvollkommen sind, liebt Gott uns mit vollkommener Liebe. Auch wenn wir uns verloren und hilflos wähnen, sind wir doch umfangen von Gottes Liebe. Er liebt uns, weil er von einer unermesslichen und unbeschreiblich heiligen und reinen Liebe erfüllt ist. Wir sind Gott nicht wegen unseres Lebenslaufs wichtig, sondern weil wir seine Kinder sind. Er liebt einen jeden von uns, auch die, die Fehler haben, abgelehnt werden, unbeholfen, bekümmert oder verzweifelt sind. Gottes Liebe ist so groß, dass er sogar die Stolzen, die Selbstsüchtigen, die Überheblichen und die Schlechten liebt. Das bedeutet, dass es Hoffnung für uns gibt, ganz unabhängig von unserem derzeitigen Zustand. Ungeachtet unserer Bedrängnis, unseres Kummers und unserer Fehler wünscht sich unser himmlischer Vater, dessen Mitgefühl grenzenlos ist, dass wir uns ihm nahen, damit er sich uns nahen kann. Wie können wir unsere Liebe zu Gott vertiefen? Da Gott die Liebe ist, spüren wir die Liebe umso eindringlicher, je näher wir ihm kommen. Da jedoch ein Schleier dieses irdische Leben vom Jenseits trennt, müssen wir im Geist nach dem trachten, was das irdische Auge nicht sieht. Der Himmel scheint zuweilen weit entfernt, aber die heiligen Schriften geben uns Hoffnung. Sucht ihr mich, so findet ihr mich, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt. Von ganzem Herzen nach Gott zu fragen, bedeutet aber viel mehr, als einfach ein Gebet zu sprechen oder Gott mit ein paar Worten zu uns zu bitten. Denn die Liebe zu Gott besteht darin, dass wir seine Gebote halten. Wir können uns mit vielen Worten zu Gott bekennen. Wir können öffentlich beteuern, dass wir ihn lieben. Wenn wir ihm aber nicht gehorchen, ist alles umsonst. Denn wer sagt, ich habe ihn erkannt, aber seine Gebote nicht hält, ist ein Lügner. Und die Wahrheit ist nicht in ihm. Wir vertiefen unsere Liebe zum himmlischen Vater und bekunden diese Liebe, indem wir unser Denken und Handeln mit Gottes Wort in Einklang bringen. Seine reine Liebe leitet und spornt uns an, immer reiner und heiliger zu werden. Sie spornt uns zu Rechtschaffenheit an, nicht aus Furcht oder Pflichtgefühl, sondern aus dem tiefen Wunsch heraus, ihm noch ähnlicher zu werden, weil wir ihn lieben. Dadurch können wir von Neuem geboren werden und durch Blut gesäubert werden, nämlich das Blut des Einziggezeugten, damit wir von aller Sünde geheiligt werden und uns erfreuen können an den Worten des ewigen Lebens in dieser Welt und am ewigen Leben in der künftigen Welt, ja, an unsterblicher Herrlichkeit. Meine lieben Brüder und Schwestern, verlieren Sie nicht den Mut, wenn Sie straucheln. Seien Sie nicht bedrückt oder verzweifelt, wenn Sie sich nicht jederzeit würdig fühlen, ein Jünger Christi zu sein. Der erste Schritt zu einem rechtschaffenen Leben ist es, einfach es zu versuchen. Wir müssen versuchen zu glauben. Versuchen Sie, von Gott zu lernen. Lesen Sie die Heiligen Schriften, studieren Sie die Worte der neuzeitlichen Propheten, nehmen Sie sich vor, auf den Vater zu hören und zu tun, was er von Ihnen verlangt. Versuchen Sie es immer wieder, bis Sie das, was Ihnen schwerfällt, schaffen und das, was jetzt nur möglich erscheint, wird mit der Zeit wirklich Teil Ihrer selbst.
Wie können wir des Vaters Stimme hören? Wenn Sie sich dem himmlischen Vater zuwenden, wenn Sie zu ihm im Namen Christi beten, wird er Antwort geben. Er spricht überall zu uns. Wenn Sie Gottes Wort lesen, wie es in den Heiligen Schriften steht, achten Sie auf seine Stimme. Achten Sie bei dieser Generalkonferenz und wenn Sie diese Worte später lesen, auf seine Stimme. Wenn Sie in den Tempel oder zu den Versammlungen der Kirche gehen, achten Sie auf seine Stimme. Achten Sie auf seine Stimme in der Vielfalt und Schönheit der Natur und wenn der Geist sanft zu Ihnen spricht. Im täglichen Umgang mit anderen, im Text eines Kirchenlieds, im Lachen eines Kindes, achten Sie auf seine Stimme. Wenn Sie auf die Stimme des Vaters achten, führt er Sie auf einen Kurs, der es Ihnen ermöglicht, die reine Christusliebe zu verspüren. Wenn wir uns dem himmlischen Vater nahen, werden wir heiliger. Und wenn wir heiliger werden, überwinden wir den Unglauben. Und Gottes heiliges Licht erfüllt unsere Seele. Wenn wir unser Leben mit diesem erhabenen Licht in Einklang bringen, führt es uns aus der Finsternis zu noch größerem Licht. Dieses größere Licht führt das unaussprechliche Wirken des Heiligen Geistes herbei, und der Schleier zwischen Himmel und Erde kann dann dünn werden. Warum ist die Liebe das wichtigste Gebot? Die Liebe des himmlischen Vaters zu seinen Kindern ist der Kern im Plan des Glücklichseins, der durch das Sühnopfer Jesu Christi wirksam wird. Dies ist der größte Ausdruck der Liebe, den die Welt je gesehen hat. Wie klar hat es der Erretter doch ausgedrückt, als er sagte, dass am Grundsatz Liebe alle anderen Gebote hingen. Wenn wir die wichtigsten Gebote beachten, den himmlischen Vater und unsere Mitmenschen mit ganzem Herzen, ganzer Seele und all unseren Gedanken zu lieben, dann ergibt sich alles andere von selbst. Die Liebe Gottes macht eine gewöhnliche Tat zu etwas Außergewöhnlichem. Die Liebe Gottes ist der Auslöser dafür, dass aus einfachen Worten Heilige Schrift wird. Die Liebe Gottes ist der Anlass dafür, dass jemand, der zunächst nur widerwillig Gottes Gebote befolgt, voll Hingabe Opfer bringt und sich Gott weiht. Die Liebe beleuchtet dem Jünger den Weg und erfüllt unser tägliches Tun mit Leben, Sinn und Wundern. Die Liebe ist das Maß unseres Glaubens, der Beweggrund für unseren Gehorsam und das ausschlaggebende Merkmal der Nachfolge Jesu. Die Liebe ist der Weg des Jüngers. Ich bezeuge, dass es einen Gott im Himmel gibt. Er lebt. Er kennt Sie und er liebt Sie. Er vergisst Sie nicht. Er hört Ihre Gebete und kennt die Wünsche Ihres Herzens. Seine Liebe zu Ihnen ist unendlich groß. Ich möchte schließen, wie ich begonnen habe, meine lieben Brüder und Schwestern. Was soll uns als Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, auszeichnen? Wir wollen als Menschen bekannt sein, die Gott mit ganzem Herzen, ganzer Seele und allen Gedanken lieben und die ihren Nächsten wie sich selbst lieben. Wenn wir diese beiden wichtigen Gebote verstehen und sie in unseren Familien, in unseren Gemeinden und Zweigen, in unserem Land und in unserem täglichen Leben anwenden, begreifen wir allmählich, was es bedeutet, ein wahrer Jünger Jesu Christi zu sein. Das bezeuge ich im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.